Söder hat es jetzt wirklich getan. Er hat das Kriegsrecht ausgerufen, und zwar heute am 10. November, und zwar für den 11.11. Das ist kein Karnevalsscherz, das ist absolut ernst. Und ja, die Tagesschau, da habe ich gerade einen Bericht gelesen, die haben das, ja, ich habe lange gesucht, das irgendwo zu finden. Es war nicht wichtig genug, das in der Tagesschau Fernsehsendung zu bringen. Es musste versteckt werden in irgendeiner Unterseite auf der tagesschau.de Internet-Website. Hallo erstmal, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Wim, es ist überhaupt nicht zum Lachen. Ich hatte also absolut recht gehabt. Die Tagesschau hat es auch genauso interpretiert im Nachhinein, dass Söder das Kriegsrecht geplant hat. Ich habe es gesagt, sie hat es geplant. Und ja, er hat es angekündigt. Es ging eigentlich nur noch um den Zeitpunkt. Und jetzt steht der Zeitpunkt fest, ab dem 11.11. Und was mir neu war, ich wusste das nicht. War euch das bekannt? Es gab schon einmal den Katastrophenfall, genau letztes Jahr, nämlich von Dezember 2020 bis Juni 2021. Ja, da wurde der Katastrophenfall schon einmal ausgerufen, der sogenannte oder Kriegsrecht oder Ausnahmezustand. Ich bezeichne es als Kriegsrecht, denn ich habe auch den Link von der Innenminister-Webseite geteilt, vorgestern, als ich dieses Söder-Video mit den irren Ankündigungen gebracht hatte. Da hatte ich auch unten drunter die Links zu der Innenminister-Webseite und zu dem Gesetz des Bayerischen Katastrophenschutzes. Die beiden Links hatte ich drunter gesetzt, aus gutem Grund. Denn das Innenministerium sagt ganz klipp und klar, dass hier zivile und militärische Koordination stattfindet im sogenannten Katastrophenfall oder ich sag so, das sogenannte Kriegsrecht. Söder hatte ja auch selbst das Wort Katastrophenfall noch nicht einmal aussprechen wollen, ja, um es so, wissen wir, so subtil, so unterschwellig uns mitzugeben. Ja, es soll ganz unterschwellig offenbar, also er hat das K-Fall genannt, es soll ganz unterschwellig uns eben diese Wegnahme der Grundrechte des Grundgesetzes, ja, ganz schleichend soll das stattfinden, unmerklich, so wenig sollen wir merken wie möglich. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der spielt da auch entsprechend mit. Die Chefin des ARD, das ist ja die Christine Strobel, das ist ja die Ehefrau des Innenministers in Baden-Württemberg. Und da gibt es auch ganze vorzügliche Verbindungen in das Justizministerium, so glaube ich, in das ein oder andere Bundesjustizministerium. Und da hat man sich auch ganz genau, ja, da kennt man sich ganz genau aus. Und das wird eben heruntergespielt. Es herrscht das Kriegsrecht ab morgen in Bayern. Und letztes Jahr hatte ich es gar nicht mitbekommen, aber glaubt ja nicht, dass sich das dieses Jahr ähnlich abspielen wird. Es wird, schätze ich, will niemandem Angst machen, aber das ist meine Einschätzung. Natürlich versucht man die Toten, die jetzt offenbar werden, Sterbestatistik ist ja jetzt veröffentlicht und da werden immer mehr Leute sterben, obwohl die Impfquote ja deutlich höher ist. Ja, die sogenannte Inzidenz ist viel, viel höher, aber auch die Sterberate ist sehr viel höher, obwohl wir ja so viele Impfungen haben, eine hohe Impfquote von, was weiß ich, 80%, 70, weiß es nicht genau. Also so, also wirklich reichlich Leute haben sich ja schon impfen lassen. Und trotzdem, angeblich trotzdem, ja, aber das wird ja nicht thematisiert, dass es trotzdem diese Sache wird ja nicht
ja, man wird nicht thematisiert, diese Widersprüche, diese ganzen. Also erstmal soweit, danke und bis dahin schauen wir mal, wie es weitergeht.